Hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander, no coffee, no work here. Ich habe mich gestern getäuscht. Ich habe gestern gesagt, dass Israel einen Vier-Fronten-Krieg führt. Ja, ich habe mich getäuscht. Es könnte nämlich eine fünfte Front hinzukommen. Ich habe hier einen Bericht. Die Quelle ist politische Nachrichten. Mal gut zuhören, Leute. Es ist brutal. Es ist Wahnsinn, ja. Israel greift ein Lagerhaus in einer russischen Militärbasis in Syrien an. Nochmal. Israel greift ein Lagerhaus in einer russischen Militärbasis in Syrien an. Es geht weiter. Der Krieg im Nahen Osten wird immer internationaler. Was als Invasion auf Gaza begann, weitete sich auf Libanon, Iran und nun Syrien mit Russland aus. Wann ist nun offiziell und endgültig der Dritte Weltkrieg? Frage, die ich mir seit langem stelle. USA ist auch irgendwie involviert. Ja, die USA steckt da mittendrin. Und nicht irgendwie ein bisschen involviert, sondern eigentlich bis zur Unterkante Oberlippe. Russland soll bereits seine Staatsbürger aufgerufen haben, Israel sofort zu verlassen, solange es die Möglichkeit noch gäbe. Russland ruft seine Ressortissants aus Israel zurück. In aller Eile. Das sollte einigen Herren zu denken geben. Und jetzt kommt die Kernaussage von dem Ganzen. Das, was dem Ganzen so ein kleines Geschmäckle gibt. Geschmäckle, würde man sagen. Ja? Das Salz in die Suppe. Ne? Internationale Kriegsbeobachter erwarten eine drastische Reaktion Russlands. Und wenn die kommt, egal in welcher Form, dann hat Israel einen Fünf-Fronten-Krieg. Das kann nicht gut gehen. Nicht auf kurze Zeit, nicht auf Dauer. Ja, meine Meinung soweit ist, dass hier, wenn das tatsächlich bewusst passiert ist, dieser Angriff auf das Lagerhaus in einer russischen Militärbasis in Syrien, wenn das bewusst gemacht wurde, dann ist das meinerseits oder meines Erachtens ein riesiger Fehler. Weil Russland ist eine ganz andere Nummer, eine ganz andere Hausnummer als irgendeine Nation im Nahen Osten, inklusive Iran. Wir bekommen auf täglicher Basis mit, dass Russland als Militärmacht nicht zu bezwingen ist. Und das ist keine Rhetorik, das ist kein eventuell oder vielleicht oder möglicherweise. Das sehen wir jeden Tag im Ukraine-Konflikt. Wenn wir da mal genau hinschauen, und das sollten wir ehrlich mit uns selbst sein, dann sehen wir, dass Russland in der Ukraine eigentlich keinen Krieg gegen die Ukraine führt. Wenn es nämlich nur die Ukraine wäre, dann wäre der Krieg längst rum. Russland kämpft in der Ukraine gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, gegen die NATO. Wir wissen das. Jeder Militärexperte kann uns das sagen. Russland ist eine Atommacht. Eine Atommacht kannst du nicht bezwingen. Eine Atommacht kannst du nicht auf die Knie zwingen. Das geht nicht. Und das sollten die Israelis eigentlich wissen. Und wenn sie jetzt wie ich meine Fehler begangen haben oder begehen, was ein Fehler ist, sich auch noch mit Russland anzulegen, dann müsste man einiges in Frage stellen. Und die Fragestellung wäre, Kinder, seid ihr noch bei Sinnen? Es macht keinen Sinn. Es wird immer verrückter. Es wird immer umfangreicher. Die Fronten multiplizieren sich. Die Fronten gegen Israel schießen plötzlich wie Pilze aus Mutter Erde Boden nach einem lauwarmen Regen. Es tut Israel nicht gut, einen Fünf-Fronten-Krieg zu führen. Das kann man nicht gewinnen. Da bleibst du auf der Strecke. Da hat man sich mächtig übernommen. Nächstes Thema. So Leute, ich habe mich mal anders positioniert. Warum? Rechts hinter mir seht ihr mein Buch Urban Survival. Bereitet euch vor. Die nächste Nachricht hat es in sich. Ja. Eine iranische Quelle teilte Al Jazeera mit. Al Jazeera ist ein arabischer Nachrichtensender. Dass Teheran über Katar eine Nachricht an die USA geschickt habe, dass die Reaktion Irans im Falle eines israelischen Angriffs unkonventionell sein würde. Was konventionell ist, das wissen wir. Was unkonventionell ist, das dürfte euch auch kein Geheimnis mehr sein. Es gäbe gegebenenfalls eine atomare Antwort
des Irans. Und wir im Westen, wir haben uns die ganze Zeit die Frage gestellt, verfügt denn der Iran überhaupt über Atomwaffen? Und die Antwort war mehr oder weniger nein. Aber diese Nachricht hier könnte unsere Gedanken Lügen strafen. Ja? Das heißt auf Deutsch, wenn Israel den Iran angreift, als Antwort auf den iranischen Angriff, wo ich gestern gesagt habe, das ist ja eigentlich Kindergarten, ja. Du nimmst mir mein Spielzeug weg, ich nehme dir dein Spielzeug weg. Das ist keine Art und Weise, miteinander umzugehen. Also wenn Israel zurückschlägt und vielleicht mit Hilfe von den USA, alleine wäre das kaum zu packen, dann könnte es zu einem atomaren Inferno im Nahen Osten kommen. Urban Survival. Bereitet euch vor. Ja, liebe Freunde, gehen wir mal ins zentrale Europa. Was ist das zentrale Europa? Deutschland. Gehen wir mal nach Deutschland zum Herrn Scholz. Der Herr Scholz hatte erwogen oder in Betracht gezogen, mit dem Herrn Putin ein Telefonatgespräch zu führen. Das wurde vom Kreml abgeblockt. Die wollten das nicht. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum wollte Scholz mit Putin reden? Ich denke Folgendes, das ist meine persönliche Überlegung und es engagiert nur mich. Der Herr Scholz hat den Finger am Puls von den Bürgern gehabt, mal ganz kurz, was ein Ausnahmefall ist, und er hat gespürt, dass ihm irgendwie die Fälle wegschwimmen. Ja? Dass das Volk eigentlich oder dass die Bürger eigentlich keinen Krieg wollen, sondern dass sie Frieden wollen, dass sie Diplomatie brauchen, dass sie das wollen. Frieden und Diplomatie und kein Krieg, kein Handelskrieg, gar kein Krieg. Ja? Weil Krieg ist eine Sache, das ist eigentlich nicht menschlich. Ja? Und der Bürger will Frieden, that's the point. Jetzt stehen die Wahlen davor. Der Herr Scholz nimmt kurz, wie auch immer, Kontakt über Finger am Puls der Bürger mit seinem Volk. Und er hat festgestellt, dass er irgendwie auf dem Holzweg ist. Dass er kurz vor den Wahlen noch irgendeine Aktion machen muss, die ihn vielleicht irgendwie mit dem Volk verbindet. Ja? Und jetzt lesen wir mal, was der Kreml gesagt hat zur Scholz-Initiative. Ja? Ne, ich lese euch den ganzen Artikel mal vor. Bundeskanzler Scholz unterhält wegen des Krieges in der Ukraine schon seit fast 2 Jahren keinen direkten Kontakt mehr zu Putin. Ja. Laut der Zeit könnte sich dies bald ändern. Allerdings reagiert der Kreml kühl auf Telefonatgerüchte. Auf den ersten Blick gibt es keine gemeinsamen Themen für ein Gespräch. Unsere Beziehungen wurden faktisch auf den Nullpunkt geführt. Sie wurden geführt, ja. Das ist wichtig, das zu verstehen. Und nicht auf unsere Initiative hin, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Ja? Jetzt haben wir aber eine Sache, die da rauskommt, die da ganz klar und deutlich rauskommt. Der Herr Scholz hat, um besser anzukommen, um vielleicht bei den nächsten Wahlen auch nur irgendwie einen Ansatz, eine Chance zu haben, wiedergewählt zu werden, er oder seine Parteien, er hat gedacht, er macht mal was ganz Spektakuläres. Anruf mit Putin, Gespräch mit Putin. Kommt gut an. Volkswille. Das heißt, der Herr Scholz weiß ganz genau, wie die Bürger ticken. Er weiß ganz genau, was der Volkswille möchte. Und das wollte er sich zu eigen machen, um Stimmen zu gewinnen. Und ich persönlich finde, das ist eine ganz freche Nummer, weil es nicht dem entspricht, was er eigentlich in seinem Kopf hat. Ja? Ich denke, initialement, das ist ein französisches Wort, ich denke, ursprünglich möchte er das gar nicht. Das ist nicht in seinem Kopf, das ist nicht drin. Ganz im Gegenteil. Und er ist auch nicht auf Augenhöhe mit einem Wladimir Putin. Aber er will es machen, weil er dadurch punkten kann. Und das ist schon mal das ist nicht authentisch. Ja? Ich zum Beispiel, ich denke, was ich sage und ich sage, was ich denke. Da können Leute kommen, mir sagen, was sie wollen. Ich bin authentisch. Und wenn ich zu euch sage, Bullshit, dann ist Bullshit. Wenn ich zu euch sage, geil, dann ist geil. Und wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Und wenn ich lache, dann lache ich. Ja, ich mache da niemandem was vor. Ja, ich bin wirklich, ich bin ich 100%. Ich sage, was ich denke,
denke, was ich sage. Point. Und ich denke, wenn der Herr Scholz jetzt ernsthaft daran dachte, mit Putin zu telefonieren, dann war das haarscharf an der Authentizität, der Aufrichtigkeit vorbei. Das war ein Schuss daneben. Nächstes Thema. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Knallhart Thomas Gast. Die russischen Streitkräfte haben Ugleda in der Ukraine eingenommen. Nächstes Thema. Wobei wir schon bei der nächsten Nachricht wären. Ich habe hier ein kleines Video für euch. Spielt mal ab. Я бы еще и порекомендовал тем гражданам, которые находятся, Российской Федерации, которые находятся сейчас в Израиле, подумать о том, чтобы и покинуть территорию страны, поскольку... Ja, um das Ganze mal abzukürzen, das war der russische Ambassadeur in Israel, Ambassadeur oder Ambassador, das ist ein Botschafter, der russische Botschafter in Israel, Anatoli Viktorov oder Viktorov, Anatoli Viktorov. Und er sagte, oder er forderte all seine Mitbürger auf, Israel as soon as possible zu verlassen. Die Kacke ist am Dampfen. Und dieser russische Botschafter, der sagt dann nicht einfach, Leute, verlasst das Land, verlasst Israel. Nein. Er sagt ganz klipp und klar und eindeutig und dringend oder dringlich, verlasst das Land, solange es noch Zeit ist. So, liebe Leute, meine Frage. Sagt euch der Name oder der Ausdruck Cordelia Moon etwas? Mal kurz nachdenken. Nein? Gut, das war ein Öltanker. Es war ein Öltanker. Die Houthi haben diesen Öltanker im Roten Meer oder haben dem Leben des Öltankers im Roten Meer ein Ende gesetzt. Sie haben diesen Öltanker mit einem unbemannten Skiff angegriffen und ganz einfach in die Luft gejagt. Cordelia Moon, der Öltanker, sollte vermutlich einen israelischen Hafen anlaufen. Und die Houthi haben ihn destroyed, neutralisiert, zerstört. Ich habe hier ein kleines Video, das ich euch nicht zeigen darf. Und man sieht, wie Private Contracted Armed Security Personnel, war ich auch mal, die auf dem Schiff angeheuert sind, um eben diese Schiffe gegen Piratenangriffe zu schützen. Wie sie mit ihren Waffen auf dieses unbemannte Skiff ziehen und schießen. Es auch teilweise treffen. Aber das Skiff ist ein kleines... ein kleines Fischerboot, ja, mit einem kleinen Motor. Normalerweise machen die Piraten ihre Angriffe auf Tanker und Frachter mit Skiffs, so nennt man diese Boote. Aber in dem Fall war es unbemannt. Man sieht hier also diese Private Contracted Armed Security Männer, wie sie auf das Skiff schießen. Wir hatten damals die Benelli Argo, eine italienische Waffe, ja. Aber das Skiff trifft voll den Öltanker. Es kommt zum Zusammenstoß. Und rums, das Ding geht hoch. Ja, that's the point. Die Houthi haben immer gesagt, solange Israel einen Krieg gegen Gaza führt, werden wir alle Frachtschiffe und Tanker, die im Roten Meer navigieren und die irgendeinen Bezug zu Israel haben, ja, hochgehen lassen. Das machen sie, daran halten sie fest, dieser Operation Prosperity Guardian zum Trotz. Das heißt, die Amerikaner, weder die Amerikaner noch die Israelis, sind Herren im Roten Meer. Negativ. Das sind die Houthis. Die haben das Ding im Griff. Die kontrollieren den Bab el-Mandeb, das Tor der Tränen, und die kontrollieren das Rote Meer. That's the point. Ja, liebe Freunde, zu guter Letzt habe ich noch eine Nachricht für euch aus dem Libanon. Ich lese vor. In einem Wohnviertel wurden laut libanesischen Behörden mindestens 6 Menschen getötet. Anwohner berichteten nach den Angriffen von einem schwefelartigen Geruch. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur beschuldigte Israel, Phosphorbomben eingesetzt zu haben. Ja, liebe Freunde, alles, was ich bis jetzt gesagt habe, zu diesen ganzen Kriegen, das zeugt von Kampf, vom Kämpfen. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus meinem Buch Mental Survival. An dieser Stelle geht es auch um Kampf, aber es geht um euren Kampf, um deinen Kampf. Irgendwann kommt der Punkt, und der kommt genauso verlässlich wie der Postbote am Montag früh, an dem für jeden von uns, vielleicht für dich, etwas schiefläuft. Es kommt die Phase deines Lebens, in der alles aus dem Ruder gerät,
Die Dinge klappen nicht mehr. Deine Rechnung geht nicht auf. Und ist dieser Punkt erreicht, geben wir, gibst du, den anderen die Schuld. Und das ist schon mal falsch. Es ist alles in dir drin. Du schaffst dir deine eigene Realität. Und das Äußere der anderen geht dich nichts an. Das sind nicht deine Zwiebeln. It's not your business. Okay? Ich lese mal weiter. Ich kann dir sagen, was aus dem Ruder geraten ist. Ich kann dir auch sagen, was auf der Strecke blieb. Es ist der Kampf. Es ist dein Kampf. Du hast das Kämpfen verlernt. Du hast aufgegeben. Du hast verlernt, dich daran zu erinnern, wie es damals war, als deine Eltern jeden Tag indirekt zu dir sagten, kämpfe, 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 mein Sohn oder meine Tochter. Hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitermarschieren. Du weißt schon, es zählt nicht, dass du tausendmal hinfällst, sondern dass du dich tausend und einmal wieder erhebst. Du kannst oder willst dich nicht daran erinnern, wie es war, als deine Eltern oder deine Mentoren dir eingebläut haben, wie kämpfen geht. Du hast es vergessen. Die anderen sind schuld. Nein, nicht die anderen sind schuld, dass du dich in eine Opferrolle hineinpredigst. Dass du dir sagst, auf täglicher Basis, mir geht es nicht gut und ich komme mit Dingen nicht klar und ich habe mich verkalkuliert und das Leben ist scheiße. Das ist nicht die Schuld der anderen. Ist auch nicht deine Schuld. Aber du darfst die Schuld nicht den anderen geben. Du musst in dir drin suchen, in dir selbst. Geh in dich rein. Hör in dich rein. Wachse. Ja? Komm raus aus deiner Opferrolle und zeig deine ganze Größe. Komm raus aus der Rolle, in die du dich selbst hineingedacht hast. Du bist kein Opfer. In dir drin stecken tausend Teufel. Und jeder dieser Teufel kann kämpfen. Du hast es nur vergessen. Du hast vergessen, wie kämpfen geht. Und jetzt steh auf, richte deine Krone und lauf weiter. Das Leben ist geil. Ja? So, liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, das war's für heute. Ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche euch allen Schutz, Sicherheit und Frieden. Ich wünsche euch Gerechtigkeit. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist Krieg ist Scheiße oder La guerre c'est la merde oder War is shit, wie immer ihr auch wollt. Ich melde mich ab, bin da mal weg. Tschüss, Servus und danke fürs Zuhören. Bye, bye. Und vergesst das Kämpfen nicht. Bleibt dran, vergesst das Kämpfen nicht.